So, ab in die Schule. Wieder mal, heute ist Donnerstag und guten Morgen, liebe Leute. Was machen wir heute? Das ist natürlich ein Horror hier. Ja. Der muss rauspulen. Ich meine, rausgepult, die 100 Stück da. England darf sich niemals vermischen mit Frankreich. Ja, da müsste ich auch dran denken. Ja, muss man jetzt die weißen Perlen hier rauspulen für Lumen. Aus dem Grünen. Sie hat es erstmal Skadi ausgegeben. Oh Mann. Ja, jetzt sitze ich wieder am Computer. Kind ist in der Schule, so wie sich das hört. Und jetzt gucke ich mal kurz, was hier passiert ist. Auf in den Internetforen. Das ist ja täglich, muss man das machen. Da haben wir halt. 5 Kommentare. Wieso das? Wieso war Lumi sauer? Dass es immer so schön aussieht und umgebaut wurde und ihr es nicht. Ah, okay. Ja, wir haben gestern Abend noch Anuks Zimmer ein bisschen umgebaut, aber heute ist noch lange nicht fertig. Ja, aber es hat sie so mitgenommen, dass sie nicht mehr laufen kann. Weißt du, wie sie denn so macht? So. Ihr Zimmer ist noch nicht umgebaut. Naja, ist halt noch nicht. Dabei habe ich letztens bei ihr umgebaut. Habe ich die Küche da hinten und alles auch umgebaut. Ja. Bei Anouk nicht. Ja, das ist halt so. Aber bei Lumen, das geht nicht. So, 5 Kommentare habe ich schon auf den Kanal. Guten Morgen, bin immer noch fleißiger Zuseher. Meistens kicke ich deine Videos zum Einschlafen. Daumen hoch gibt's fast immer. Für Kommentare bin ich dann meistens schon zu müde. Ja, hat auch von mir einen Daumen nach oben gekriegt. Und unsere Mama hat geschrieben, hallo Lieblingsmännchen, alles gut, Lumi ist super witzig. Ja, das ist sie, ja. Und auch manchmal super anstrengend, aber das gehört dazu. Der Norbert hat geschrieben, bekommt Lumen eigentlich eine Therapie oder ähnliches? Ja, sie bekommt eine Therapie. Also, und nicht nur eine, ja, also die ist 3 in der Woche. 3 Hä? 3 pro Woche hat sie, 3 Termine pro Woche. Also Ergo, Logo und eine autismus-spezifische Therapie bekommt sie. Ja. Heute ist nämlich Tanja-Tag, das ist der autismus-spezifische Termin. Da freut sie sich auch immer drauf, weil die Tanja mag sie. Ja, schön. Und einmal haben wir Erster. Wunderbar. Genau so wollte ich das. Genau so muss das sein. Erster. Na dann komm hier, kriegst den Daumen nach oben. Daumen nach oben. Bekommt sie, ja. Ja. Bekommt sie. Jo, habe ich mal einen Kommentar zurückgeschrieben. Mike, ja, in letzter Zeit selten, weil ich habe einfach keine Zeit mehr, Geschichte zu beantworten. Und wie ihr ja seht, kann ich auch nicht mehr schreiben. Sendungsnummer. Na, endlich ist es, ist unglaublich. Ich habe ein Paket bei Hermes abgegeben vor 3 Tagen schon. Und jetzt haben sie mir erst, jetzt heute bin ich hingegangen und habe gesagt, was ist mit meinem Paket? Das ist ja, ich habe ja immer noch keine Quittung und nichts. Ja, haben sie das vergessen bis jetzt und hatten das da liegen im Hermes-Shop. Jetzt habe ich es mir geholt, das Paket. Unglaublich. Tut mir echt leid hier für den guten Herrn, der jetzt seine Bücher verzögert kriegt. Ah, jetzt soll ich machen, ey. Ich habe gefragt, wo mein Speicherstick überhaupt ist, mein Chip, den ich von Polizei gebracht hat. Ja, ich hab's vergessen. In der Küche im Briefumschlag. Und bist du noch da? Ja. Okay. Hab ich nämlich nicht wahrgenommen mehr. Irgendwie vergesse ich immer alles. Fällt mir gerade ein, weil ich gerade Speichermedien hier habe, ganz viele. Kaffee. Der Wagen macht Geräusche von meiner Frau. Ich wollte nur mal Bescheid sagen. Meine Frau liegt im Bett und ich gehe jetzt wieder arbeiten. Hör mal da. Hör mal auf, ich hab Schmerz. Nee, das schneide ich nicht raus, das schneide ich extra rein. In Großformat sogar. Was ist das? Ich bin ja nicht schwanger, ich habe keine Schmerzen. So, jetzt gucke ich gerade mal in so einen Keller rein hier. Der hier noch. Naja, nicht leer steht, aber. Wo eine Mieterin ja nicht weiß, dass sie einen Keller hier unten hat. Oder wo ihr Keller ist. Habe ich aber alles schon mal gesagt, eigentlich.
Gut, dann machen wir jetzt mal das Ding auf hier. So, guck. Oh ja, schöner Keller. Oh. Schön mit Boden, mit Zwischenboden. Oh, der ist ja schön. Ja, schade, das hätten wir noch mitnehmen können. Die ganzen Dämmplatten und alles. Oh. Was ist das hier? Alte Lampe. Ja, Keller ist offen. Kannst du rein. Schrott. Lass mal Schrott abholen. Und weg. Ja, da sag ich heute Bescheid. Da soll einer kommen. Da sag ich heute Bescheid. Schrott und Fahrräder. Da soll dann einer kommen. Schrott und Fahrräder. Und das alles abholen hier. Ist mir auch scheiße, ja. Jetzt muss alles weg. Interessiert man jetzt nicht. Nicht links, nicht rechts. Sie guckt weg. Hier. Hätte ich ja auch noch alles gegeben, wa? Aber... Das macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie so sich alte Räder oder so einen Scheiß aufzuheben. Halt weg. Also heute muss der Schrotti kommen, der muss er alles abholen. Die ganze Zeit hebt man so einen Scheiß auf, ey, okay. Unglaublich. Super, halt einfach gestern. Okay. Hat bei dir geklingelt? Nee? Engelbert. Das lobt er mir wieder, keiner. Das war, kam er wieder rufen. Ich gucke aus dem Fenster hier und sehe, wie sie gerade den Bauschuttcontainer plündern. Nach Metall. Ja, bin ich gleich runter, habe gesagt, Schrott? Ja. Das ganze Auto ist voll jetzt mit Schrott. Ich habe hier jetzt alle Räder mit ihm. Ist mir scheiße, ja. Kriegt das halt keiner. Ich schaffe definitiv nicht, die aufzubauen. Ist mir scheiße, ja. Ich habe alles weggegeben, alles weggeschmissen. Er sagt, hier, nimm mit den Scheiß. Dit. Und doch. Die haben bestimmt 30 Fahrräder jetzt mit denen. Ist mir kackegal. Wenn es keiner bezahlt, bei eBay, scheiße. Interessiert mich nicht, belastet mich nur. 30 Räder, bis ich die verkauft habe, alle versendet habe und dann krieg ich Stück 20 Euro oder was? Nee, das ist mir ohne Wert. Oder? Zöllnütte. Und dann hast du noch den Ärger mit manchen Leuten, die sagen, oh, da ist aber ein Kratzer, den du nicht beschrieben hast. Nö, danke, das lass mal. Ich mache es ja gewerblich und ich müsste ja bei 14 Euro noch was für ein Fahrrad, war das letztes Jahr irgendwas. Ich glaube 14 Euro, 24 Euro oder so, ganz billiert. Ja, funktionierendes Fahrrad, funktionierend. Weil er sagt, naja, weil das ja ein Laden ist, wo er das abholt und dann muss er das Rad ja nicht nehmen jetzt. Ich sage, na, wieso kommst du denn her bei 14 oder 24 Euro? Wieso machst du denn überhaupt den Weg? Dann ist das totaler Quatsch. Naja, irgendwie fällt mir das doch nicht so. Was für ein Scheiß. Na, da habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, um Himmels Willen, weg. Da schmeiß ich es lieber weg. Mir doch egal. Und kümmere mich um andere Dinge. Hab den Platz für andere Dinge. Und hab meinen Kopf frei vor allem. Oh, ist das schön. Ich freue mich richtig, dass ich das alles weggeschmissen habe. Sag ich dir so, wie das. Die haben sich auch gefreut. Die kommen nochmal wieder. So, ja, hat nicht alles ins Auto gepasst. Auto war leer. Jetzt ist es knackig voll. Ja, finde ich gut. Ich freue mich. Oh, alles weg. So ein Peugeot habe ich mit dazu gegeben. Nimm mit. Scheißegal. Interessiert mich nicht. Habe ich ewig versucht, für 80 Euro zu verkaufen, den Rahmen. Für 80 Euro einen Peugeot-Rahmen im Laden. 2 Jahre jetzt versucht zu verkaufen. Am Ende habe ich, glaube ich, so für 60 angeboten, so ja, dem letzten hier. Oder am Fuffi, 60 oder 50 Euro. Wollen sie nicht. Die wollen alle nicht bauen. Für 1 Euro. Für 1 Euro hättet ihr da haben können. 1 Euro. Und hättet noch Teile gehabt und alles. Das ist das Einzige, was ich mir abgemacht habe. Hier die Klemme. Die verkaufe ich für 3 Euro. So, die Klemme verkaufe ich für 3 Euro. Das ist das einzige von einem Rad, habe ich mir die abgemacht.
Das behalte ich. Die verkaufe ich für 3 Euro. Oder spart mir 3 Euro. Irgendwie ist sie mir 3 Euro wert. Weil keine neue verbrauchen muss oder irgendwas. So, das Jahr kann beginnen. Meine Frau hat mir Arbeitskleidung gekauft, weil sie will mich loswerden. Und dann hat sie gesagt, jetzt oder nie. Schnell die Arbeitskleidung geholt, damit der Alte wieder arbeiten kann. Das ist genau die gleiche Hose, die ich vor 2 Jahren, oder wann haben wir die gekauft? Vor 2 Jahren, wa? Direkt 2 Jahre intensivst getragen, die andere Arbeitshose. Und die ist jetzt komplett durch, also da kann man dann so durchgucken. Überall. Die hat Schrittlüftung jetzt. Wie gar nicht. Na los, Wolfgang. Oh, der Rest wird abgeholt hier. Der Keller leer? Ja, Schrott weg. Und bei dir? Bei mir? Ja. Geht so. Da will ich auch alles da gehören. Ja, bei uns ist alles gesund. Alti? Ich bin ein bisschen erkältet. Weg ist weg. Also, guck mal nochmal, immer gucken noch. Genau, dann ist jetzt alles. Hier sind alle, ja? Hier ist alles. Dankeschön. Ja, bitte, Dank. Bitte. Wann hat er Schrott? Kannst du auch noch? Ich rufe einen. Immer kommt der Nachbar her. Okay, alles klar, machen wir. Okay. Ruf mal. Bis dann. Ja, so, okay. Die halt hier noch. Auch mit, tschüss, ja. Bitte noch. Ah, hier, ja? Ja, du. Ja, okay. Ich bring mit. Ja, ja. Alles weg. Oh, wunderbar. Der Keller hier. Wunderbar. Das Ding behalte ich natürlich. Der ist ja toll. Kann man gleich heute noch mal benutzen für die Kinder. Ja, nächste Woche ist ja schon der erste. Ja, am Freitag. Freitag mach ich auf. Freitag kannst du kommen. Ja. Dann mach ich auf. Nächste Woche Freitag, wir zählen rückwärts. Jetzt geht's los. Da bin ich wieder da. Da ist der Wolfgang wieder am Start hier, da ist er. Da können die ersten Kunden kommen. Mann. Da müssen die ersten Kunden kommen. Nicht können, die müssen. Die müssen alle kommen am Freitag. Aber die haben mich schon, die quatschen mich schon alle drauf an, wenn ich hier wieder aufmache. Ja, glaube ich. Ja, die freuen sich alle. Ja. Ah, mein Fahrrad ist kaputt, komm, mach doch mal auf. Ja. Freitag. Nächste Woche. Nicht morgen, nee, Freitag. Nächste Woche. Naja, die Saison geht dann halt erst richtig los. Ja, ist ja noch nicht. Ist ja noch Winter. Also normalerweise klar. Ja. Klar. Oder nee, ab jetzt ist früher, ne? Wie nee, ab März. Ja, richtig. Ja. Ab 15. oder 20. März ist Frühlingsanfang. Genau, das ist Frühlingsanfang. Und dann geht's los. Ja. Bin ich ja schon lange da. 12 Stunden am Tag. Ist dein Container da? Was für ein Container? Nee, ist nicht meiner. Ich dachte. Nee. Weil so viel. Andere Sachen mit drin, ich wüsste auch Schutt und Holz und alles so. Nee, ist noch ein Badezimmer, was sie rausreißen, die Badezimmermöbel. Ach so. Ja, aber meiner ist es nicht. Nee, jetzt die Lumia-Pole. Von der Therapiestunde. Und danach zum Info-Elternabend. Brotbox ja oder nein, ist das Thema in der Kita. Gesundheit. Ja, danke schön. Kannst du mal aufwischen? Das ist ja furchtbar. Überall ist das jetzt. Jetzt sind schon Fäden. Ja, hier, guck. Eine Haltestelle. Fatih Acker. Halt an der Film, der goldene Handschuh. Leute, geht ins Kino, guckt euch an, der goldene Handschuh. Heute? Na, 21. wa? Das ist 24. Ach du Scheiße, erst am 24. geht nicht ins Kino. Heute, Donnerstag, klar, heute. Donnerstag ist Kinotag. Ja. Heute ab ins Kino, schaut ihn euch an. Der ist richtig gut, der Film. Richtig gut. Wir haben den schon gesehen, natürlich. Wir sind ja Promos. Wir müssen ihn Probe. Müssen wir den gucken, damit er überhaupt in die Kinos kommt. Wir haben gesagt, ja. Ja, der kann. Oh, ich stelle dir vor, du müsstest alle Filme. Ah ja.
Aber du, astreiner Film. Astreiner Film. Das ist Film. So widerlich. Astrein. Wie sagt man, man, ja. Also, da gibt es auch so viele Sachen, die dazwischen widerlich sind, die mit der Filmhandlung jetzt weniger zu tun haben. Es war einfach alles widerlich, alles eklig, alles... Die Kulisse, perfekt, ja, perfekt, eklig, perfekt, perfekt gemacht. Sah aus wie bei den Ludolfs da. Aber wirklich... Schweißfleck. Die fand ich richtig schlimm. Ja, der hat einen guten Filter vorgehabt vor der Kamera. Alles gelb, gelb und ocker. Und schwitzig. Aber bei allen. Schweißfilter. Das war wirklich widerlich. Ja, war gut. Der ist einer der besten deutschen Filme diesen Jahres. Da kann man sich auch drüber streiten, ob man ein Thema mag. Ja, aber die Art der Darstellung in dem Film, alles perfekt. Bei dem Film wird einem richtig, wenn man den guckt, wird einem richtig unwohl. Ja, wenn man normal tickt, dann muss einem wahrscheinlich auch unwohl werden. Wenn so richtig so ein Unwohlsein hat man die ganze Zeit und denkt sich, wann hört das endlich auf? Ach, du hast recht, 21. Ja. Und nicht, weil das so schlecht ist, der Film, sondern weil der so gut ist. Denkt man sich, wann hört das endlich auf? Man versteht überhaupt nicht, wie Shibu so handelt, wie sie handelt. Das ist wirklich... Und das Schlimmste dran ist, dass es ja wirklich so war. Ja, und man, genau. Und man zweifelt wirklich an den Leuten, was ist denn mit denen los? Sind die krank? Ja. Ja, okay. Also alle. Durchweg. Eigentlich total gut, dass sich das dann zum Schluss so gefügt hat, ne? Das Schicksal. Aber wer weiß, bei wie vielen das nicht passiert und die unentdeckt bleiben. Ne? Perfekter Film. Also ich muss den echt loben, ja, weil der einfach gut gemacht ist. Das ist es einfach. Der ist einfach nicht so wie von der Stange oder so. Ja, vor allen Dingen der Schauspieler ist ja so ein junger Typ. Ja, genau. Und der sieht das... Ja, guck dir mal immer an. Der Typ ist wie alt? 23 oder 22. Ja, sieht nicht wie Maske aus. Alter Schwede, Mann. Man denkt, das sieht wirklich so aus. Dem willst du nicht begegnen, denkst du doch. Hätte ich nie gedacht, dass es so ein... Ja. Was hat Anouk gesagt? Der sieht hübsch aus. Theaterschauspieler? Ja. Anouk, siehst du? Alt genug? Gibt's ja nicht. Stell dir mal vor. Von der Gruppi. Ja, habe ich ihr ja gezeigt. Von, noch, ne? Von dem. Von dem Honker. Meine schönen guten Abend, die Damen. Mein Name ist Honker. Boah. Kinder stören generell in der Kita. Das ist eigentlich ohne blöde Frage, wa? Ja, weil die Erzieher ihre Ruhe haben wollen. Keine Ahnung. Damit die Eltern auch gut zuhören, weil wenn Kinder dabei sind, dann kann man nicht so gut zuhören. So ein Quatsch, hätten sie so ordentlich erzogen, könnten sie das. Wenn die Kinder in Reihe und Lied sitzen und Mathe machen. Ich habe meine Mutter gehört, die sich wahnsinnig über irgendeine Kita aufgeregt hat mit ihrer Freundin. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wozu sind die denn da, mein Kind zu erziehen? Das ist ja deren Aufgabe. Ja, nicht nur, ne? Ich dachte auch, manche machen sich das auch sehr leicht. Da dachte ich auch, ich höre mich richtig. Links, rechts, überall, oben, unten, wo denn nur? Und zuhören. Das ist eine gute Idee, Lumi. Meine Beste, du weißt Bescheid, du weißt, wie man es macht. Wenn man mit der Frau umgeht, einfach bei Rehen irgendwo raus. Am besten nur auf 10 km/h maximal runterdrosseln. Türe um. Hochschwanger, egal. Hochschwanger. Weg. Ja, Papa, will mir nur kurz mal was zeigen. Ja, ich will mal zeigen. Und danach holen wir Skadi. Und danach holen wir Skadi. Willst du noch was sagen, wenn ich wiederholen darf? Skadi sagt immer, ich bin ein Kind. Ja. Und dann hat sie letztens zu mir gesagt, du hast mich angeschreit. Du hast Kind gesagt. Ja, du bist ja auch ein Kind. Ich bin ein Bibi. Ach, ein Bibi. Mein Bibi. Bibi Ratz. Da muss ich erstmal den Preis runterholen.
Warte mal, guck mal. In der Mitte ist zum Hängen, an der Seite ist zum Legen. So, guck. Ah, ich hab schon zweimal angerufen. Ja, ich bin mit der Klingel. Und war sofort die Meldung rausgegangen. Aber das ist ein Anruf in Abwesenheit, ne? Man könnte auch Kletter reinmachen. Ja, okay. Der riecht schon, geh weg da. Claudia hat gesagt, der riecht nicht. Der riecht. Jetzt riecht der. Gibt's doch gar nicht. Muss verlassen. Wie, der riecht doch nicht. Da schlaf ich drin in dem Ding. Da schlaf ich drin in dem Ding. Gemütlich ist der. Und ist tief. Wieso? Ist doch ein Kasten. Ja, ich möchte aber nicht alles durcheinander haben. Ja, kann da kann man so eine Schieberin machen. Ich meine ja diese kleinen, was wir auch in der Hilfe. Ach, Hilfe. Claudia, das ist ja immer noch nicht hier. Oh. Ich könnte überall hängen. Ja, was ist denn, was letzte Preis? Oh, das ist mit Chef den letzte Preis. Mhm. Weil mein Preis war anders. Ja, aber das war ja 250. Bei 250 würde ich sofort nehmen. Ja, kannst du ja machen. Sie guckt schon. Ja, sie guckt schon. Und wem seid ihr nach? Mit Lumen, die haben wir gerade von der Therapie abgeholt. Ich habe nicht, weil ja nur ein bisschen umgebaut. Nur hat sie sich aufgeregt, dass ihr Zimmer nicht umgebaut wurde. Fandst du ungerecht. Hat sie sich beschwert. Dabei habe ich bei ihr letztens umgebaut, nicht bei Anouk, aber das sieht sie dann nicht. Das muss alle zugleich erfolgen. Das ist ja was anderes. Nee, ist nichts anderes. Natürlich, für Kinder ist das immer was anderes. Was nimmst du dafür? Ja, den nehme ich gleich mit. Das Geld habe ich auch noch hier. Blablabla ist aus der Kita. Ja? Ja. Oh, nee. Mama bringt ihn vielleicht mit, mal gucken. Gut, jetzt fahren wir nach Hause und warten mal auf Anouk. Und danach müssen wir mal schauen, was wir denn weitermachen. Wir fahren mit Anouk und wir warten auf Mama natürlich. Wir warten mal auf Mama. So. Wegrationalisiert. Und wo sollen unsere Kleidungen hin? Natürlich sind die nein, Anouk. Aber das dauert. Und so lange sind die ja in dem Essenskammer. Jetzt bin ich da. Oh. Oh mein Kinder, ist das was? Ein neuer Schrank einzieht, jedes Mal ein Ereignis. Papa sagt Kinder, wa? Ja. Ja. Das sagst du nicht. Oh, ich finde den Spiegel so toll. Da steht ja alles voll mit Schränken. Drüben herrscht bestimmt der totale Chaos, weil die ganzen Schränke wegfallen. Ich bin so froh, Ikea ist weg. Oh. Out of Ikea! Out of Ikea! Ja, oh, no. Ikea. Das habe ich aber stehen gelassen. Ja, ist doch richtig. Auf Ikea! Da war mir ja klar, dass so eine Aktion wieder stundenlange Träumen bedeutet, aber jetzt ist ja wirklich. Mann, ey. Ich wollte nur mal kurz den Schrank aufbauen. Geht ja nicht, weil jetzt ist ja eigentlich alles voll schon bei uns. Jetzt optimieren wir aber gerade. Und wie gesagt, Ikea muss leider weichen. Oh, wie schade. Ich bin glücklich. Aber stundenlang Räumen, ey. Mann, also wirklich. Und was man denn alles findet, ist eigentlich immer mal gut, dass man sowas durchkommt, wa? Aschecontainer. Na, Papa fällt auf. Hoffentlich nicht runter. Nein, der Papa axt hier rum. Der Papa.
Der Flexziel ist ein Ein-Mann-Transportunternehmer. Mami, der Tür ist zu. Mami, der Tür ist zu. Sui, Ditte. Wenn man nicht weiß, wie. Langsam, aber beständig. Antiker Schrankaufbau, ne? Wie macht man das? Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das komplett hier drauf habt, aber das müsst ihr mal sehen. Ich hab mal einen antiken Kleiderschrank heute gekauft. Ja! Anstatt was? Ich hab hier ganz viele tolle Sachen bekommen und ich hab noch eine Dose, warte, die ist ja zufällig. Und hier sind noch Kristalle, die hat Papa mir geschenkt. Ja, siehst du? Ich habe ganz viele noch davon. So viele Sachen. Einmal meine Fensterbank. Und die tue ich hier hin. Ja, ich wollte die Ikea-Schränke weghaben. Weil die funktionieren nicht so gut. Die sind auch schon ganz alt. Naja, alt sind sie nicht, aber. Aber ich wisst ihr, was furchtbar. Ich bekommen habe? Oh ja. Ein Spiegel dann. Da genau. Spiegel. Genau, und deswegen bauen wir den jetzt auf hier zusammen, gemeinsam das mit euch. Mein ist so groß. Größer sogar. Ihr könnt auch dazu gucken. Genau, ihr guckt einfach mal zu. Ja. Hey, das war schon richtig. So, die Hut nach oben. Ich filme mal Papi von hier. Also, ich filme erstmal meinen kleinen Hocker. Genau, Nut nach oben, Finger nach oben, die Nut nach links, Rückteil Nummer 1. Mein erster Mann ist sehr riesig, das ist manchmal, Leute. Aber ich muss jetzt etwas sagen, ich mag meinen Papa von ganzem Herzen. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und mein Herzen ist der Krasse. Deswegen mag man lieber keinen Ich mag meinen Papa. Und jetzt holt Papa meine zweite Wand. Nee. Ist gar nicht Wand? Nee. Von wem die Wand? Der kriegst. Alter, ist das für mich? Das ist das Unterteil. Das Unterteil ist natürlich sehr cool. Das sieht aus wie eine Bank. Kann man sich sogar sehr gut drin verstecken. Ja, da kann man sich fast drin verstecken, so groß ist der. Und ich teste mal, ob das gut ist für die Bank. Genau. Und wenn du erfährst, dass du kriegst, das ist der Ball hier. Okay. Okay. So, das ist ein Unterteil, Fakt, das ist ein Unterteil. Wir bauen jetzt meins auf. So, liebe Leute, hier ist die Seitenwand. Die, wenn man davor steht, linke Seitenwand. Ja. Die setze ich mal auf. Sind die Dübellöcher drin? Da unten sind so Löcher. Und hier unten sind so Dübel dran. Da müssen die rein. Zack. Das ist ein total simples System. Das macht richtig Spaß. Da haben die sich damals was dabei gedacht. Das geht schnell, das geht fix. Steck- und Schraubsystem. Und man kann immer wieder auseinander und zusammen, auseinander und zusammenbauen. Das ist wirklich ein schönes System. Das macht richtig Spaß. Im Gegensatz zu dieser neuen Quatsch, den man so kriegt, zu kaufen kriegt, wo man immer wieder, wenn man umzieht, wo immer wieder alles auseinanderbricht, die Schrauben ausreißen oder. Dann hat man hier so richtig was Schönes, richtig was Gutes. Macht richtig Spaß. So, ich filme mal von hier. Ich hoffe, da ist alles drauf. Gucken wir mal. Jetzt schraube ich die Wand da kurz noch fest. So ein bisschen, damit es nicht mehr umkippt, wenn ein Kind drin kommt hier. Dazu nehme ich hier so einen Stift. So ein Torque oder kannst du einen Nagel, kann man da ohne den Schraubenzieher. Achso, da muss er nochmal mitkommen. Und so wie das System hier funktioniert bei dem Schrank, ist ja überall das gleiche. Wenn du einmal zeigst, bei den anderen zeigst aus der Ferne nur noch. Dann geht man im Grunde genommen hier hin, ja, und dreht es. So, ne, ganz simpel. Dann schraubt man das so rein. Seht ihr das? Seht ihr das, wie das immer tiefer rein geht? Ne?
Nun, Ron ist fest, ne? Und er ist noch einmal freigeguckt. Jetzt zieht er. Jetzt zieht er. Zack, zack. Fest. Steht. Ist jetzt schon stabiler als ein Ikea-Schrank, wenn er fertig montiert ist. Wie ihr seht, ich kann Ikea nicht wirklich leiden. Also man muss ja sagen, die machen ja auch Massengeschmack, ja, und verkaufen ohne Ende. Da muss ja auch was dran sein, ja, aber ich kann nicht abgeben, tut mir leid. So, geht weiter. Was hole ich jetzt? Natürlich hole ich jetzt die zweite Seitenwand. Seidewand! Achtung, hier verfahren wir wie folgt, genau wie bei der anderen Seite eigentlich. Einfach nur hier, einfach nur eine Einstecke. Ja, gute Nacht, Kussi. Komm mal her. Ich liebe euch. Ich liebe euch ganz schön. Ich bin so gespannt, wie der Sankt Morgens sehen wird von mir. Ja. Halleluja, das ist kein anderer Platz mehr. Nee, Halleluja. Halleluja. Hier kommst du schon. Ich will ein bisschen hier bleiben, weil der Dank ist für uns, aber außer für dich. Für dich ist der gar nicht nächste. Du bist gemein. Der ist für Baby und mich und Skadi. Außer für dich. Für dich ist der nicht. Achtung. So, fest. Fest ist er. Ja, so einfach geht's. Jo, jetzt haben wir die zweite Seitenwand fest. Jetzt kommen wir zur Rückwand. Die wird hier unten noch reingestellt. War nicht schon oben. Da drücke ich hier immer so mit dem Knie so ein bisschen hin. So ein bisschen rein drücke ich da. Und dann haben wir hier ein Loch. Da setze ich an und drehe rein. Drehe ich erstmal vor, soweit wie ich kann. Dann haben wir hier oben noch so ein Loch. Ich setze an und drehe rein. So, kann schon nicht mehr weg. Jetzt keine Originalschrauben, so Riebschrauben haben die da hinten drin gedreht, aber ich habe jetzt auch keine anderen. Lade zur Hand. Das war ein Massivholzschrank, aber schon damals hat man den Spat am Holz. Ja, deswegen hat man Kassetten gebaut. Kassetten, also sprich Rahmen. So Kassettenbauweise alle. Ne? Man hat einen Rahmen gebaut, hier. Jetzt der Holzrahmen, der dicke, und dann hat man eine dünne Platte drin gesetzt. Mit Nut. Mit einer Nut und die Platte drin gesetzt. Dünne Platte, Holz. Holz, Holz, dünne Platte, Holz. Ja, so hat man gespart. Deswegen sind die Schränke dann auch im Gegensatz zu richtig. Gibt es ja richtig fette Dinger, richtig alte. Das ist ja Massivholz, dicke Platten. Die sind auch richtig schwer. Der ist hier richtig leicht eigentlich, der Schrank insgesamt. Der wiegt nicht viel, ist ein Leichtbauschrank schon. Na hier, da ist so ein bisschen gerissen, das ist dann immer das, was passieren kann. Wenn jetzt so ein bisschen schwindet, dann reißen die auf, die Dinger. Ja. Ja, seht ihr, der Rahmen ist nicht auseinandergegangen. Hier ist er in Ordnung, hier ist er auch in Ordnung. Ja, also ist nur das Brett ein bisschen verrutscht oder ein bisschen zusammengegangen. Ne? Hier gerissen, der so gerissen hier, so ein bisschen. Ja, das könnte man alles noch schick machen. Guck mal, wie die Schwunden ist hier. Ja, steckt gar nicht mehr richtig drin. Hier. So ein Ding. Könnte man so ein bisschen ausmitteln. Ja. Aber so schlimm ist das nicht. So, die setze ich hier hin. Die wird hier eingesetzt mit Nutfedersystem. Ruf. Jetzt wollte ich noch schrauben. So, an die Rückwand müssen wir nicht mehr ran, deswegen schiebe ich den Schrank jetzt nach hinten an die Wand. Er steht da auch richtig auf dem Teppich, nicht mehr auf dem Teppich.
Hin und her schieben können wir immer noch. So, die Rückwand ist nämlich fest, alles. Das Ding ist stabil jetzt hier. Achtung, ich achte. Als nächstes machen wir Deckel hier drauf. Jetzt kommt Hochzeit. Da ist auch echt diesen Riesenschrank bei uns. Mhm. Und knapp unter die, die ich sie gebaut habe. Das weiß ich sehr gut sogar. Steht der da? Da ist fast drin. Warte, warte, meine Hände sind da runter. Der steht mit Absicht jetzt erstmal kurz daneben. Achso. Jetzt du. Ha! Hochzeit! Ach, ist das schön. Wie das so reinrutscht, klack und passt. Herrlich, oder? Guck dir das an, wie das funktioniert. Okay, also als erstes die Tür rin hängen und dann das Ding rin quetschen. Muss man aufpassen, dass die Tür nicht rausschaut. Also nochmal unten rin, Tür rin. Ach du. Ja, genau. So muss ich das anfühlen. Unten sitzt drin, ja? Durch einen dummen Zufall oder sowas. Ja, warte mal, die weiß ich. Seitenwechsel. So, jetzt aber. So, jetzt fest. Jetzt kommen die Türen ran. Wann denn bitte? Im nächsten Leben wieder oder was? So, Feststrom. Ich hab ja morgen so viel zu tun. Siehst du, da hängt schon los. Hängt schon los. Ganz stabil. Würde ich auch wieder kaufen, ehrlich gesagt. Ja, aber ein gut, also von mir eigentlich fertig. Schönes kannst von mir nochmal kaufen, so ein Ding. Ich mache genau das, nur ein Echtholz, stabil. Jo, ist ja schon. Jetzt kommen wir Schubladen drin. Das ist der Schrank. Der echte Schrank. Ja, dann machen wir fertig. Wie lange hat das jetzt alles gedauert? Was ist das? 8 Stunden. Was ist das für eine Zeit? 100 Zeit. Ja, 20 Jahre als du da rückdenken. Das ist für 20 Jahre jetzt. Schöner geschliffener Spiegel. Schick. Schick, schick. Prachtstück, Paradestück. Kommst du in die Zimmer rein, spürt hier, werden sie alle sagen, wow. Ja, das ist aber besser als das andere Ding. Ja, und oben stellen wir bitte nichts rauf. So, ich hoffe, liebe Leute, es hat euch gefallen. Tobi baut einen Schrank hoch. So, reicht jetzt. Für jetzt, heute ist 11:30 Uhr, ich muss noch schneiden. Also wir sehen uns morgen, macht es gut, bis dann. Ciao.